Das hier ist er übrigens. Mit einer der schönsten Momente im Brieftaubensport. Oder mit dem Brieftauben. Man steht irgendwo. Das Wetter ist meistens super schön. Man muss 5 bis 15 Minuten abwarten, bevor man die Brieftauben fliegt. Oder fliegen lässt. Und hier stehen sie. Es sind jetzt momentan nur 9, die bei meinen Alttierreise mitmachen. Ich habe ein Weibchen sitzt noch auf dem Nest. Vorher waren es mal 11. Eins ist nicht nach Hause gekommen, ein rotfahles Weibchen. Jetzt schaue ich mir die Umgebung noch ein paar Minuten an, genieße es hier und dann lasse ich sie fliegen. Das ist praktisch deren erster Auflass dieses Jahr. Das hier sind knapp 4 Kilometer. Rein theoretisch müssten sie irgendwo nach da hinten hin. Morgen werden es dann schon 10 sein. Übermorgen 15. Übermorgen 20 oder 25. Und der erste Vorflug ist wieder 34 Kilometer. Dann in 7 Tagen. Dann lasse ich sie wieder fliegen. Sieht doch herrlich aus, das Wetter. Sitze hier in meinem Kofferraum. So, das war mal ein kurzer Einblick. Tauben sind ganz ruhig, im Gegensatz zum letzten Jahr, wo es noch Jungtiere haben, die sich ziemlich oft gekloppt, auch während der Fahrt hat man immer was von denen gehört. Und jetzt, als ob ihnen irgendwas bekannt vorkam. Ich hoffe, sie erinnern sich. Sie sollten nämlich hier drüber herfliegen und nach da nach Hause. Da wohnt nämlich hinter in die Richtung. Irgendwo da. Und ein Brieftaubenzüchter. Der hat ein paar hundert Tauben mehr wie ich. Da fliegen meine Alttauben immer mit. Also das Gefühl habe ich zumindest. Oder hinter den Hügeln, da hinten ist noch eine Stadt, da wohnen die meisten aus meiner RV. Und dann kommen meine Tauben halt aus der Richtung nach Hause. Wobei sie von hier kommen sollten. Deswegen trainiere ich hier teilweise von diesem Standort mit den Jungtauben Einzelauflässe auch. Mit sie wirklich auf den letzten 3 Kilometern auch lernen alleine. Also hier fange ich an, das ist der Startpunkt. Später gibt es auch Einzelauflässe auf 10, 15 Kilometer und so weiter. Aber das hier ist der Startpunkt. Die geringste Entfernung, wo ich fahre. So, das war's für heute. Genießt das Wetter und euer Leben. Bleibt gesund. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, man sieht sie noch. Da liegen sie. Sie haben gerade einen Kreis um mich herum gemacht. Es fliegt nicht wieder zu den Dorf. Das gibt wieder Einzelauflässe. Eine geht weiter einzeln nach links. So, und die anderen ziehen jetzt gerade, ich hoffe man sieht's, über den Hügel. Eine einzelne ist noch da hinten. Ach, wie bescheuert. Nicht, dass es morgen noch 18 ist. Hat sich tatsächlich da hinten im Baum gesetzt. Na, gucken, der Hunger wird sich schon nach Hause treiben. So, das war's für heutigen Auflass. Macht's gut.